Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge Warthunder. Diesmal mit Pulitzer. Hallo. Und Master Kiryu. Der gerade wahrscheinlich telefoniert, weil er Geburtstag hat. Ja, unser Geburtstagskind ist Busy Voice yes. AFK. Ja. Solange nicht Brain AFK ist. Das siehst du wahrscheinlich gleich in der Flugkurve. Vermutlich. Ja, wir fliegen mal wieder nach, ja, was heißt langer Zeit? Vor 2 Wochen haben wir aufgenommen, ja? Ja, schon eine Weile her. Ja, 190er. Vielleicht wird's ja diesmal was. Bestimmt. Wollen wir die EL2 da vorne abschießen? Nein. Ja, als Präsent. I'm on your 6. Oh no! Ich nehme mal an, deine Maschine ist null ausgebaut oder so gut wie nicht. Ich glaube gar nicht. Läuft. So einen Wingman wünscht man sich. Es kommt auf die Skills an, Mann. Wobei, momentan bist du wohl eher mein Tailman. Aha. Alter, ich bin echt der Letzte. Ah ne, die 109 da hinten ist noch weiter hinten. Ich bin echt das Letzte, ey. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls der Sound schon wieder etwas merkwürdig ist. Ich teste momentan etwas herum. Mir hat's da irgendwas zerlegt letztens. Es könnte, ich weiß nicht, naja, wobei das hat eigentlich nichts damit zu tun. Es gab ein neues OBS-Update, aber. Das habe ich mir gar nicht draufgespielt. Na gut. Du, hallo erstmal, ich bin jetzt auch anwesend. Oh ja, und du hörst dich schon wieder scheiße an. Ja, mach mal das Mikrofon dir für die Fresse, Mann. Ja, ja. Verspielt sich immer. Ich kaufe mir den Premium Noob wieder. Was wollt ihr denn da hinten, ey? Lappen, ey. Ja. Alter, die E2 fliegt voran. Was ist denn los? Also, ich stell jetzt den Wecker, beziehungsweise die Stoppuhr, ich geb dir noch 2 Minuten. Also 120 Sekunden, dann bist du tot. Keine. Bin gespannt. Also da bei Kevin fliegt schon, was ist AD4? Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Sky Raider auf Steroiden. Also ein Ground Attacker mit 20ern, Raketen und Bomben. Ja, dann kümmere dich doch mal um den. Ich glaube, der fliegt sogar gleich in... Ich glaube, der fliegt sogar in deine Richtung, wenn ich das jetzt gerade richtig deute von der Entfernung. Nee, der fliegt von mir weg. Okay. Eine Wyvern fliegt auf mich zu. Gut, dann war's das mit Kevin. Ja gut, das war mein Motor. Aber ich habe ja auch den Motor zerlegt, also vielleicht. Mal gucken, wer als erstes abstürzt. So. Ich habe immerhin jedenfalls zuerst. Du hast Marzahn Sieg vom Clan Sieg zerstört. Ja. Und so, das war's auch mit mir. Ist mir der Flügel weggebrannt. Irgendwie finde ich es nicht gut, recht behalten zu haben. Es waren weniger als 2 Minuten, du lagst also falsch. Okay. So, was schnappen wir uns? Hab noch keinen Bomber gesehen. Ja, doch da hinten. 14,5 Kilometer Lancaster. Ja, jetzt mal von dem abgesehen. Ich meinte eher so auf unserer Seite. Nein. Eher Spitfire und Mustangs. Ja, Spitfire gibt's genug. Auf jeden Ach du Fall. Scheiße. Sag mal, fliegen wir zurück nach Deutschland. Wollen was machen? Was macht die 335 da unten und die 109? Was soll das? Wer die 152 unten? Okay, könnte ich noch verstehen. Aber was macht die Lappen da unten? Rasenmähen. Wie das gute Deutsche mal machen. Also wir sind ja noch nicht mal wirklich weit oben. Die Lancaster fliegt in unsere Richtung. Nee, die fliegt zu deren Base zurück. Okay, Kevins Hund sagt auch Hallo. Der fliegt ja, auch mit. Es hat wieder an der Tür geklingelt. Wachhund halt. Wuff, wuff, wuff. Jetzt reicht's aber. Aus. So, mit wem spielen wir denn jetzt? Also die... 82 kommt verdächtig schnell in unsere Richtung. Kein Head-on mit der 82. Nee, nee.
das nicht, aber ich flieg mal in die Richtung. Langsam. Boah, ich habe keine Lust, in die ganzen Spitz reinzufliegen. Nee, deswegen kümmere ich mich auch um die. Wird mir zwar wahrscheinlich ähnlich schlecht ergehen, aber. Okay, die fängt an zu spielen mit der Tar. Oh, scheiße, aber das interessiert die überhaupt nicht, sondern die geht auf mich. Uiuiuiuiuiui. Das hat Aua gemacht, ein bisschen, aber nicht doll. Solange ich sie ein bisschen ablenken konnte, bin ich ja schon froh. Okay, Abschusshilfe. Sehr gut. Tja, das war knapp. So, wer kommt als nächstes? Niemand, sehr gut. Sie lenkt es dahin. Boah, ich schätze mal, dass sie jetzt gerade über der östlichen Base irgendwo in der Nähe ist. Gut, da kommt Flying ein Spit. Dutchman, ja, genau. Über mir. Boah, ich darf nicht so viele wetten. Kommt runter. Jetzt. Auf dich. Ich versuch's so abzufangen. Ich komme hinterher. Der ist immer noch hinter dir. Ja, aber ich da kommt mir die Rollrate der 190 zugute. Ich habe ihn verscheucht. Ah, der hat meinen rechten Flügel ganz schön erwischt. Ich hab ihn getroffen ein bisschen. Du musst ihn töten, nicht nur treffen. Schlafen. Ja, ich hab keine Chance gegen den beim Turnen. Ich mache Abgang. Ja, da kommt die nächste Spit. Der hängt sich hinter mich. Ja, ich folge euch. Also, das wird nix. Jojo. Na, gucken wir mal, wie viel, so eine, wie viel Energie so eine. Ah, ne, der ist weg. Da sagen, wie viel Energie so eine 190 aushält. Hinter mir kommt noch eine Spit. Ich muss erstmal wieder ein Stück hoch, sonst kann ich nichts machen. Ich kümmere mich, oder ich versuche mich, um die Spit hinter dir zu kümmern. Solange ihr den Flying Dutchman, Achtung, die 100, die andere Spit, der Adrian kommt angekackt, der geht auf dich. Bin noch nicht nah genug. Ja, hat er verkackt. Jo, ich häng mich dran. Oder ich mache ein Head-on mit ihm. Können wir auch gerne machen, mein Freund. Ja, gut, wir haben die. Turnfighten mit einer Focke, das ist eigentlich so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Wir haben die ziemlich geoutnumbered. Auf euch fliegt auch eine Mustang zu, ne? Arbeit Kilometer. Der Flying Dutchman entfleucht mir. Mustang. Bin tot. Nein! Oh, ich wollte gerade abdrücken. Ja, was anderes habe ich leider nicht erwartet. 190er liegen mir überhaupt nicht. Wir sind alle raus, sagst du? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Neue Map, neues Glück. Kevin stirbt wieder zuerst, wette ich. Werden wir sehen. Flieg doch eine Runde. Ja, am besten drehst du einfach eine Runde und fliegst hinter uns ins Getümmel, dann strafst du mich schon lügen. Der wird ja echt immer anders, wenn man nach hinten guckt beim Start, wo die ganzen Gegner, die einzelnen Verbündeten hinfliegen, man hat immer Angst, dass einer gerammt wird. Ja, deswegen, ich share eigentlich immer erstmal einen Moment aus. Steigt nach Westen. Also optisch finde ich die 190er echt gelungen. Aber flugtechnisch hier im Spiel machen sie mir kaum Freude, muss ich sagen. Zu starr. Naja gut, aber was hast du als Deutscher für eine Alternative? 109er? Ja. Die locken nicht so ab bei Hochgeschwindigkeit. Also die 190er, wenn du die im Dive zu steil nimmst, wie so ein Pfeil in den Boden. Hm. Ich würde die TAR 152 gerne mal ausprobieren. Das ist auch ein schönes Flugzeug. Die habe ich früher bei IL2, glaube ich, immer gespielt.
Ich mag die Bewaffnung, eine 30er, 220er. Bei dir jetzt, oder was? Nee, bei der TH. Haut was weg. Ganze Bomber mit schön zerrotzen. Ja. So. Haben wir denn irgendwo was am Himmel, was kein Dreck ist? Ich glaube, da hinten sehe ich einen. Erinnerst. Ich muss mein Bild schon wieder putzen. Ich glaube, da hinten sehe ich einen Bomber. Richtung? Südwest-West. So, jetzt habe ich kein Wort verstanden, aber ich sehe da hinten Schüsse. Südwest-West. Aus meiner Sicht genau Richtung Westen kommen ja, zwei Stück. Ja, sehe ich auch den zweiten jetzt. Ziemlich weit oben schon. Da, liebe Zuschauer, da. Wobei, man sieht sie schlechter, wenn man ranzoomt. Das war ja die Krux an der Geschichte. A26 hole ich mir, glaube ich. Ja, wobei, die 152 kümmert sich, glaube ich, drum. Oder soll ich da mitspielen? A26 überlebt das nicht, oder? Es kann genauso gut andersrum ausgehen, dass die TA das nicht überlebt. Die A26er sind echt fiese Dinge. Ich warte mal ab. So. P47 auf dem Weg. P47 für weg. Eine PB4Y. Wir können versuchen, die anzugreifen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir danach zum Flugfeld zurück können. Ja gut, wir müssen sie auch erstmal kriegen. Ich habe jedenfalls einen Crit reingesammelt. Den Motor. Ja, jetzt hat sie wieder reingezogen. Ich glaube, bei der PB4Y kommen wir eh zu spät. Die fliegt voll in die Wolke rein. Unter uns eine Spitfire und eine Seafire. Ja, die habe ich mir, glaube ich, gerade ausgeguckt, die Seafire, die kenne ich nämlich noch nicht. Ist das Spitfire für die Navy? Scheiße, na, Mann. Wir haben ein Flugzeug für die Navy, wie nennen wir es? Machen wir irgendwas mit Meer davor, okay. Ist doch genauso mit der Meteor. Gibt's auch nur noch die Sea Meteor. Oder die Venom und die Sea Venom. Oh, die hat mich nicht kommen sehen. Nein, das gibt's nicht. Kein einziger Schuss hat getroffen und ich habe vergessen, dass die 190 so träge ist. Ja. Ich hätte zwar jetzt einen schönen Anflug, aber danach wäre ich auch tot gewesen. Genau das ist das, was ich nicht an der mag. Du hast gerade gemerkt, du kannst halt einfach nichts mehr machen. Nein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die 190 mit der PB4 macht. Sie zerschreddert sie einfach ohne Ende. Alles klar. Und fliegt sich den Flügel ab, der Lappen, ey. Kevin, wie geht's dir? Ich spiele ein bisschen Segelflieger und versuche zur Basis zurückzukommen. Ja, schaffst du das? Ich glaub's nicht. Gucken wir mal kurz durch. Ah, aber bei Kevin ist es so schön leise, wenn der Motor kaputt ist. Ja, ne? Ist halt eigentlich der beste Segelflieger, das Ding. Ja, Geschwindigkeit kriegt schon klar. Ich wundert mich, dass die Seafire dich nicht angreift. Na gut, jetzt. Ja, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Boah, nee, das, schaff das schaffst du never ever, ey. Wie auch ist er denn? Oh ne, never. Ich lande im Wald. Ich sag mal, du schaffst es sogar noch bis in die Lücke vom Wald. Ja gut, jetzt nicht mehr. Nö, nee. Du brauchst Fälle. Aha, da fliegt Homer Simp 5 on. Alles klar. Aber hey, ich hab den Kill gemacht, also ausgleichen die Gerechtigkeit. Also, wenn man zu lahm ist für die Landung, ist auch scheiße. Naja, lebst noch. Genau. Vielleicht fliegt ja irgendwie einer an dir vorbei und du kannst ein paar Querschläge reinhauen. Das war nicht los. Trash Talk im Background, braucht jeder YouTuber. Taka, 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 taka.
Du bist tot. Nein. Glück gehabt. Kann das sein, dass sich der mir was von hinten nähert? Naja. Ja. Ja, 300 Kilometer FU. Der gerade versucht, den mit Raketen zu treffen. Ich weiß es nicht. Aber kann man's. Ich wollte gerade fragen, wo schießen die denn alle hin? So, jetzt kannst du dir langsam Gedanken um die FU machen. Aber die interessiert sich nicht für dich. Jetzt interessiert doch, sich tut für sie. Dich. Hat die geschossen? Nö. Die Spitfire da kommt. Ramm den Boden, knutsch den Boden, komm. Ja, tut sie. Hab nur man die sollte Explosion auch mit gesehen. Der Spitfire zum Boden endlich einfach wieder eine Rakete runter. So, was sagt denn das war's. War's. Ich wollte gerade sagen, was sagt denn die Teamstatistik? Jesus, I have survived. I will survive. Na. Nee, Moment. Komm, zur Feier des Tages. Was? Rauch. Ach so. Komm, nimm die Spur noch mit. Habe ich irgendwas freigeschaltet? Ja. Ich habe nur noch ein Flugzeug zum Freischalten. Hä? Mission erfolgreich? Hä? Oh, ich habe echt so wenig Punkte gekriegt. Ich habe 0 Silver Lions bekommen. Really? Hm, okay. Naja, gut. Gut. So, semi-erfolgreich. Aber ich würde sagen, es langt für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö. Ciao.